Die Architektur hilft vor allem, erstmal ein Staunen zu erzeugen. Es ist nicht irgendein Gebäude in einer Fußgängerzone, sondern es ist dieser riesen Gendarmenmarkt, deutscher Dom, französischer Dom. In der Mitte thront das Konzerthaus. Man geht die Treppen hoch, man kommt hinein und es ist schon direkt ein positiver Effekt. Den Besucher empfängt ein weltweit einmaliger klassizistischer Saal. Nur der Saal ist ein Neubau. 1980 noch eine Großbaustelle und bis in die 70er Jahre eine Ruine. Von 1977 bis 1984 entsteht hier im real existierenden Sozialismus ein klassizistischer Bau in preußischer Tradition. Aus dem berühmten Schauspielhaus von Schinkel wird ein Konzerthaus. Ich glaube, das hat immer wieder eine große Bedeutung, dass wir hier nicht von einem antiken Saal spielen, in dem nicht alles möglich ist, sondern tatsächlich dieser schinkelsche Saal weiterhin modern ist. Ein Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt, die hier Musik hautnah erleben. Die Heimat des Konzerthausorchesters Berlin. Ein Saal, der sich fest im Herzen der Stadt etabliert hat und weit über ihre Grenzen ausstrahlt.